Hallo? Keiner da? Ungewöhnlich. Hier auch niemand. Ein paar Säcke. Und eine Holzkiste und Fässer. Hier haben wir ein bisschen Silber. Beziehungsweise Geld. Elfenwurzel. Noch mehr Elfenwurzel. Ja, den Raum hätten wir... Hätten wir auch getrost zulassen können. Hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Und da unten poppen rote... da oben poppen rote Punkte auf der Minimap. Ach, du Scheiße. Ja, vielen Dank für den Autosave. Okay, die Tür ist noch zu. Können wir den mal angreifen, Kollege? Bums. Ja. Das ist sehr schön. Ich habe die Befürchtung, wenn wir jetzt da reingehen, dass die von hier auch noch dazu kommen. Und das könnte irgendwie unschön werden. Aber... Ne, wir gehen erstmal hier rein. So. Vogelperspektive, gucken, dass hier kein Magier irgendwo rumspringt. Tut er nicht. Also, hopp. Wow, die Mabari sind übel. Gerade. Und zwar richtig. Ein Wundumschlag. So. Das wär's. Ja, die Gegner sind ein wenig heftiger geworden. Also was heißt ein wenig heftiger? Wir nehmen halt nicht mehr so wenig Schaden, selbstverständlich, wie wir es die letzten, keine Ahnung, wie viele Folgen gewohnt waren. Ich bin erfreut. Also es hat ein bisschen angezogen, was die Schwierigkeit angeht, aber jetzt auch nichts, was uns jetzt wirklich gefährlich werden könnte. Wir haben auch noch so viele Wundumschläge, also da kann uns eigentlich kaum was passieren. Und was ist hier vorgänglich? Ich habe eine Falle ausgelöst. Ich brenne. Ich brenne. Da ist ein Magier. Ich sehe dich. Morrigan, das alte Gefängnis. Wir gucken mal kurz, ob das auch wirkt. Er hat natürlich widerstanden. War ja vollkommen klar. Mann, Mann, Mann. Dann habe ich jetzt Geistschlag genommen. Ich wollte natürlich Kraftfeld nehmen. So. Na, wenigstens hat das geklappt. Ach, der Wirbelsturm. Und zwei Waffen frei. Liebe Liliana. Wo ist sie denn überhaupt? Liliana? Ach, da! Morrigan, mach doch mal Heilung auf... Warum kann Morrigan denn gerade nicht... Achso, weil sie schon heilt. Gut. Oh, Liliana. Wir brauchen aber jetzt mal ein Wundumschlägchen. Sonst ist hier ja gleich Feierabend. So, dann mal auf den Magier. So, das hätten wir. Ist denn die Falle jetzt komplett weg oder lösen wir die immer wieder aus? Ne, die ist komplett weg. Gut. Wie ihr wünscht. Du hast einen Lyriumtrank. Naja, haben wir ja auch schon lange nicht mehr gehabt beim Plündern. Streitkolben.
Hier liegt noch einer rum. Der hat Geld. Wie ihr wünscht. Hier ist noch ein Lederhelm. Oh, ich will jetzt endlich zu Alhau. So, hier haben wir alles. Weiter. Kommen wir hinten weiter? Irgendwie ja schon. Gucken mal auf die Karte. Was ist denn da hinten? Ach, guck mal einer an. Da ist Rexel. Also doch nicht, wie ich vermutet habe, eine Zufallsbegegnung. Hier ist er. Der alte Hühnerschrecke. Pause. Irgendwo Magier. Nee, nur der Kerkermeister. Oh, der hat aber einen dicken Hammer. Oh, wei. Bam, der haut uns gleich mal fast die Hälfte von der Lebensenergie weg. Na gut. Du hast es so gewollt. Morrigan, mach doch mal eine Gruppenheilung. Dann gehen wir auf die Seite. So, der Kerkermeister ist dahin. Boah, wie viele Bogenschützen hier bei jeder Gegnergruppe dabei sind. Das ist eigentlich das Ätzende. Dass es immer mehr Bogenschützen werden und die auch verdammt nochmal immer stärker werden. Kerkermeister, Schlüssel zum unteren Gefängnis. Ein Hämmerchen und ein Wundumschlag. Gut. Irgendwas vergessen? Nein. Erstmal Rexel. Mach mal Uffi. Sie befahlen den Rückzug. Das Horn ertönte und wir wandten uns ab und dann diese Schreie. Wir ritten und sie schrien und schrien und... Oha. Er hampelt so ein bisschen rum wie Ruck. Als hätte er dunkle Brut geschnuckt. Tja. Welcher Rückzug? Wart ihr in Ostaga? Mutter, riechst du das Blut? Sie sagten, es war nur die dunkle Brut, aber wir haben sie auch gegessen. Sie sind tot und wir haben sie zurückgelassen. Im Sumpf. Die Hexe. Die Hexe! Glaubt ihr, er hat dort wirklich meine Mutter gesehen? Oder beschuldigt er sie nur in seinem Wahnsinn? Ist ja auch gerade egal, ne? Die haben wir ja nun schon erledigt, Morrigan. Joch, ja, wir könnten ihn jetzt von seinem Leid erlösen, aber ich bin eher dafür, ihn freizulassen. An einen sicheren Ort? Wo? Vielleicht nebenan? Guck doch mal. So, Quest aktualisiert. Sprich mit Kantorin Rosamund im Marktviertel. Du hast den vermissten Veteranen Rexel in den Tiefen von Aalhaus Kerker gefunden. Folter und Gefangenschaft haben ihn in den Wahnsinn getrieben. Aber er ist jetzt frei. Du solltest der Kantorin im Marktviertel Bericht erstatten und dir deine Belohnung abholen. Hier hinten war doch noch... Soris. Welchen Monat haben wir? Bist du ein Feind von Aal Orion? Bitte, ich fühle mich, als wäre ich schon mein halbes Leben lang hier. Aal Orion kenne ich gar nicht. Warum wurdest du eingesperrt? Der Sohn des Aals. Er hat meine Braut geraubt an unserem Hochzeitstag. Als ich sie befreien wollte... Keine Ahnung. Sie schrie und er hat gelacht. Ich habe ihn angegriffen. Und dann bin ich hier aufgewacht. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. War das während des Elfenaufstandes? Aufstand? Ich weiß, dass wir mit dem Aal unzufrieden waren, aber von einem Aufstand weiß ich nichts. Es hat sich viel getan, seit sie mich geschnappt haben. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Ich muss nach Hause. Oder die Stadt verlassen. Danke für deine Hilfe. Ich
wünschte, ich hätte mehr zu bieten als meinen Dank. Passt schon. Wir sind da ja gar nicht so anspruchsvoll, ne? Eine gute Tat am Tag. Und man ist ein glücklicherer Mensch. So, kommen wir denn jetzt hier hinten auch lang? Oder müssen wir quasi... Aha. Was hier? Eine Truhe? Helm des Kommandanten. Ja. Auch nicht so pralle. Ich möchte aber, wenn wir hier schon nicht lang müssen oder wenn wir da schon nicht durch müssen durch den Raum, dann möchte ich in den Raum auf jeden Fall wenigstens reingucken. Beziehungsweise die Gegner besiegen und die Erfahrung mitnehmen. Wir machen mal einen ganz kurzen Quicksave. Ja, kommt alle her. Pause. Folterer, Folterer, Folterer und hast du nicht gesehen. Liebste Morrigan, so mache sie ihr Gefängnis auf den Chef vom Ganzen. Und wir hauen natürlich auch gleich auf den Mann mit dem Hämmerchen drauf. So. Danke, Ogryn. Es wurde aber höchste Zeit. Wie übrigens alle mal total gleich aussehen, das sehe ich ja jetzt erst. Voll witzig. Das sind Klone. Oh mein Gott. Die sehen wirklich alle gleich aus. Gut, er hat keinen Kopf mehr, aber er sah wahrscheinlich genauso aus. Das finde ich ja ulkig. Hier, lass mal den Jana in Ruhe. Das war gerade echt ulkig. Das war gerade ulkig. So, plündern wir. Rundumschläge immer gern genommen. Die Schwachen sind mittlerweile eigentlich... Taugen die Schwachen nur noch für Morrigan. Sonst eigentlich für niemanden mehr. Befreit mich! Ja, ja! Sollte das eine Lektion sein? Fand es mein Vater amüsant, mich so lange im Stich zu lassen, bevor er euch schickte? Was? Wer seid ihr? Dann... Schickt euch nicht mein Vater? Nö. Ich bin Oswin, der Sohn von Ben Seagard, aus dem Benorn Drachengipfel. Wenn ihr keiner unserer Soldaten seid, dann sagt mir, wem ich meine Rettung verdanke. Ich bin Amras von den Grauen Wächtern. Dann ist mir klar, warum ihr gekommen seid, Wächter. Denn es sind eure Leute, die hier am meisten zu erdulden hatten. Ich danke euch. Und mit mir vermutlich das gesamte Benorn Drachengipfel. Wenn mein Vater niemanden geschickt hat, muss ich annehmen, dass er das wahre Gesicht der Schlange noch nicht kennt, mit der er sich verbündet hat. Aber wenn ihr mit ihm sprecht, würde er euch gewiss jede Belohnung gewähren. Ah, das ist gut zu wissen. Wird sich euer Vater beim Lanting gegen Loghain stellen? Dann ist Al-Eamon eingetroffen? Ja. Hausmänner erzählten mir, er und seine Anhänger seien alle tot. Aber ich schwöre, wenn es ein Forum gibt, Loghain anzuprangern, dann wird mein Vater dort sein. Und jetzt, bitte, muss ich zu ihm. Ich kann es kaum erwarten, diesen Ort zu verlassen. Ich will diesen Ort noch nicht verlassen. Neue Quest, ein gefolterter Adeliger. Er berichte Ben Seagard von der Gefangenschaft seines Sohnes. Du hast Ben Seagards Sohn Oswin aus Aalhaus Folterkammer befreit. Seagard weiß es bestimmt zu schätzen, wenn er davon erfährt. Ja, das will ich doch hoffen, dass er das zu schätzen weiß. Hier ist soweit nichts mehr. Dann jetzt wieder raus. Und hinrum. Oben zum Aal. Zu Aalhau. Ja, Leute, jetzt kommt die Rache.